Letztes Jahr sind wir hier gestartet mit einem neuen Projekt. Im Rahmen unserer Thementage, die wir in allen Klassen durchführen, machen wir es jetzt so, dass wir in der 2. Klasse nach draußen gehen. Das ist eine neue Außenschule aktiv. Wir haben sie NASA genannt. Und wir sind dann dort praktisch jeden Dienstag bis zur Mittagszeit, vom Morgen über Frühstückszeit und verbringen dort auch die Pause dort, sind wir dort draußen auf der Elze-Fan. Das ist unser Kooperationspartner, wo wir dann dorthin gehen. Und die haben ein super tolles Gelände, wo wir ganz, ganz viel lernen können. Wir laufen dort gemeinsam von der Schule aus hin. Das sind dann schon so 20, 25 Minuten dort hochzulaufen. Das Gelände selber ist auch an einem Hügel angelegt. Es gibt einen Teil, der an ein Häuschen grenzt, aber auch Waldgebiet. Aber es ist alles eingegrenzt, was es sehr praktisch für uns macht, dort zu lernen. Wir kommen dort an, wir bilden einen Kreis, singen gemeinsam. So startet dann der Draußentag. Und dann gibt es verschiedene Aufgaben, die dort zu erledigen sind. Vom Müll einsammeln, über Tiere füttern, über Gestaltung eines gemeinschaftlichen Platzes, über eine forschende Gruppe, die dort auf dem Gelände rumläuft und schaut, was hat sich vom letzten Mal verändert. Zum Beispiel auch gerade, wenn man diesen Jahreswechsel mit betrachtet, da kann man viel entdecken. Aber dann noch nachträglich zu gucken, welcher Müll wurde gefunden, was sehen wir da, was eigentlich gar nicht in die Natur gehört. Aber auch von Kindern zu erfahren, wie war das Füttern heute, was haben die Tiere gegessen, wie geht es denen, war ein Tier beim Tierarzt. Da gibt es ganz viele spannende Themen, die sich da ergeben. Wir frühstücken dann auch gemeinsam draußen. Im Winter machen wir ein Feuer, was auch total schön ist, wenn dann alle so ums Feuer zusammenkommen und man dort dann gemeinsam Zeit verbringt. Wenn wir unseren Tag dort in unserem Rahmen des NASA-Projektes planen, dann überlegen wir uns genau, welche Dinge gibt es, die die Kinder dort lernen sollen. Denn auch außerhalb vom Klassenzimmer gibt es sehr viele Kompetenzen, die dort vor Ort umgesetzt werden können.